Wir befinden uns immer noch auf den deutschen Grippenliga-Mannschaftsmeisterschaften hier in Forch. Wir haben jetzt hier an meiner Seite Achilleas von Team Aschaffenburg. Ja, wie war es bis jetzt? Ihr habt zwei Kämpfe bis jetzt gemacht, zwei Mannschaftskämpfe. Wie zufrieden bist du mit der Leistung deines Teams? Ja, ich bin sehr zufrieden. Die erste Partie war ja gegen Muchachos und gegen den dreifachen Vizemeister ist ja keine Schande zu verlieren. Die haben ja jahrelange Erfahrung und ich drücke denen auch weiterhin für den ganzen Kampfverlauf die Daumen. Ganz sympathische Jungs. Die zweite Partie gegen MMA Spirit, da hat es bei uns im Stand ein bisschen gefehlt. Die kamen alle aus dem Ringen. Da hätte ich es ein bisschen mehr begrüßt, wenn ein bisschen mehr Boden, ein bisschen mehr Jiu-Jitsu, Grappling dabei gewesen wäre. Von unseren Seiten aus hatten die Chancen gehabt, allerdings hat es nicht gereicht, die waren die tick bessere Mannschaft und auch denen Gratulation. Es ist so, sind wir angetreten als eine Mannschaft von dem Team Arena und das ist das, was zählt. Wir haben jetzt zwar verloren, aber wir haben gewonnen an Erfahrungen. Und das wächst ja dann zusammen, der Team Spirit, ja, das schweißt zusammen und es war eine Erfahrung und ich freue mich auf die weiteren Kämpfe. Du bist ja sonst selbst immer noch sehr auf der Matte aktiv, hast aber heute gesagt, nein, ich möchte einfach mal den Jungs jetzt die Chance geben, dass sie sich halt beweisen können. War das jetzt der einzige Grund, warum du gesagt hast, nee, heute kämpfe ich nicht? Der Grund war mir persönlich, ich will keinen Sieg für mich persönlich. Ich sehe das nicht egoistisch, ich will, dass das Team an sich vorwärts kommt und gewinnt. Auch wenn es nur ein Gewinnen an Erfahrung ist. Ja? Und deshalb muss man über sich hinaus, wie soll ich das sagen, wachsen einfach halt und gucken, was passiert im Endeffekt dann. Ja. Ich hatte noch gesehen, ihr hattet auch zum Teil, habe schon einigen Kämpfer gesprochen, Probleme gehabt, einige Gewichtsklassen so schnell zu besetzen. Zum Beispiel der Felix zum Beispiel ist dann auch schon eingesprungen, meint er eben zu mir. War er vorher gut im Saft oder sind eigentlich alle gut angetreten? Es war so, wir haben zwei Leute bis 80. Einer bis 85, der musste die Partie bis 90 kämpfen. Also wir waren jetzt nicht so top besetzt von den Gewichtsklassen her. Wir hatten zwar in jeder Gewichtsklasse einen Starter gehabt, aber ja, leider nicht optimal Besetzung. Jetzt ist es schon so, dass in vier oder knapp fünf Wochen im kommenden Monat ja schon der Rückkampf sozusagen ist. Man kennt sich jetzt, du hast dich jetzt hier Notizen gemacht über die anderen Teams, die ja noch hier auch noch kämpfen gehen, die ihr noch kämpfen müsst. Wie ist jetzt da so die Vorgehensweise, die Taktik? Bereitet ihr euch jetzt extra darauf vor, dass ihr auch da euch die Punkte auch holt, weil ihr wollt ja sicher auch mal vielleicht beim Finalturnier mal teilnehmen? Ja, Explosivität, mehr Stand auf jeden Fall und den Spaßfaktor muss man ganz groß schreiben. Und das im Vordergrund setzen. Ich kam hier heute rein, ich sah bekannte Gesichter, wir haben uns begrüßt, wir haben uns umarmt, wir haben Spaß dabei und so soll es sein. Ja? Und wenn wir jetzt uns verabschieden, wird es noch herzlicher. Sieht man ja immer, die Anspannung ist da. Wenn man auf der Matte ist, vor dem Kampf, nach dem Kampf ist diese Erlösung, man nimmt sich wieder in die Arme und sagt, geiler Kampf. Ne? Und ich habe gerne applaudiert, auch für die anderen Mannschaften. Mhm. Ja. Es ist ein schönes Schlusswort, aber auch nochmal für dich, wenn du mal was loswerden willst, hier hast du die Gelegenheit dazu. Ja, ich grüße alle Sportler, ich grüße alle, die den Sport lieben und ich danke den lieben Gott dafür, dass wir gesund sind, dass wir den Luxus haben, an so Aktionen wie heute teilzunehmen.
und so ein sportlichen Event dabei zu sein. Der olympische Geist stirbt nie. Ja. Und ja, Weltfrieden, gell? Vielen Dank, Andreas. Danke.